Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rocordi mit mir, dem Chris. Und wir spielen die Placements. Ja, die neue Ranked Season hat begonnen. Und schon werde ich hier mein erstes Ranked auch spielen. Ewig kein Ranked mehr gespielt, aber ich will jetzt die Placements mit euch zusammenspielen. Also die 10 Spiele zum Einranken. Und ich bin gespannt, wo ich eingerankt werde. Ich hoffe, das wird nicht allzu fail jetzt, aber ich habe irgendwie schon so ein komisches Gefühl, dass es in die Hose gehen wird, aber naja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hier schneiden werde oder ganz hochladen werde, die ganzen 10 Spiele. Das weiß ich noch nicht, ihr seht es ja an der Länge des Videos. Und ja. Ja. Wir haben uns doch mal hier in der neuen Season hoffentlich gut. Ich hoffe, das wird jetzt was. Also das erste Spiel hier. Das erste Placement-Spiel. Ich bin so gespannt, wo ich eingerankt werde. Letztes Mal wurde ich Gold 4 eingerankt. Ich hoffe, das wird dieses Mal genauso sein. Ich hoffe es einfach nur. Und ja. Ich bin übrigens bei meiner Freundin. Das heißt, mein Internet wird dieses Mal nicht ausfallen. Ihr seht es auch am Ping, ich habe einen 30er Ping, sonst habe ich immer einen 60er Ping, wenn ich gespielt habe. Ja, das heißt schon so einiges. Und apropos Freundin, wenn ihr ein Video mit meiner Freundin zu sehen, also wie meine Freundin LOL spielt, dann stimmt doch mal in den, guckt einfach mal in die Beschreibung, geht auf den Link und ja, da ist ein Link mit einer Abstimmung. Da könnt ihr abstimmen, ob ich mal mit meiner Freundin aufnehmen soll. Dann werden wir das nämlich tun. Und ja, also falls ihr Bock habt, einfach mal abstimmen. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier gerade, weil das ist Hi Elo und so. Fuck. Erst im Last Hit verpasst. Ich spiele Morgana mit Lane. Und ja, nach langer, langer Zeit mal wieder. Ich will mich diese Season mehr so auf Midlane konzentrieren. Also hauptsächlich immer Midlane gehen. Weil das habe ich in Season 4, glaube ich, schon gemacht. In Season 5 habe ich eher so mehr Support gespielt. Und deswegen... Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich hasse LeBlanc einfach. So dermaßen. Morgana ist ein sehr viel gespielter Champion von mir. Habe ich auch öfters als Support gespielt letzte Season. Genauso wie Brand. Aber ich hatte gerade mehr Bock auf Morgana. So, der kleine Minion war mir jetzt egal. Ich habe den großen dafür bekommen. Ja. Wie steht's denn vom Farm her? 16 hat sie 12, ja, scheiß drauf, ist halt LeBlanc. Ich werde jetzt ein bisschen vom Farm abhalten, wenn ich hier meine W reinmache. Dann passt das, glaube ich, schon. Ach ja, ach ja. Oh, ich darf hier keinen Last Sitz verpassen. Ich will hier das erste Placement für mich entscheiden. Oh fuck, ich hasse diese Fotze, ne? Das ist so ein Noob-Champ. So, ich werde meine W hochskillen zum Farmen, weil näher dran werde ich nicht gehen. Deswegen werde ich immer schön meine W reinmachen. Kann sie nichts gegen tun. Ich werde jetzt auch meinen Heiltrank schlucken hier. Udyr haben wir im Jungle. Ja. Das ist... First Blood für mich. Ich weiß nicht, wie ich den Kill bekommen habe. Danke, Udyr. Das war mega nice gemacht. Da war die LeBlanc ein bisschen overextended. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Ist schon viel zu spät. Musste heute auch den ganzen Tag mal wieder arbeiten. Aber heute will ich mir einfach mal eine Runde LOL hier gönnen. Oder vielleicht auch noch zwei. Also noch eine Runde. Meinte ich damit. Oh ja. Ja, beide willkommen. Somit bin ich glücklich. Schön die W hochskillen. Das war mega gut gemacht vom Udyr, muss ich sagen. So. Ich bin gespannt, was sie sich holt. Kann man noch nicht sehen. Jetzt ist sie da. Hat sich noch ein Dorans geholt. Ich gehe einfach Standard. Gisonias und ja. Sonas ist mit Morgana einfach immer gut. Egal, gegen wen man spielt. Da kann sie auch so viele Spells machen, wie sie will. Ich habe Sonias. Und für meine Ulti später im Fight ist es auch wichtig. Damit ich nicht downgeburstet werde, bevor meine Ulti procs.
Ja. So, Cho'Gath Toplane, das stört mich ein bisschen. Cho'Gath ist immer scheiße im Gegnerteam. Ist einfach fucking OP. Ich eigentlich keinen Bock drauf. So, wen haben die eigentlich im Jungle? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Trundle. Lol. Also, was heißt nie? Schon lange, lange nicht mehr gesehen. Trundle, Alter. Obwohl, habe ich eine Zeit lang auch mal... Boah, scheiße. Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Ich habe eben gegessen. Sorry, Leute. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh nein, jetzt habe ich doch ein Hyping. Was ist... Willst du mich verarschen? Leute, das war aber gerade ein mega Hyping. Ich weiß nicht, was das war. Ja, super, jetzt habe ich den Last Hit verpasst. Keine Ahnung, was das gerade war. Scheiß drauf. Springt zurück in die W. Ja, wenigstens hat unser Lucian Kill bekommen auf der Botlane eben. Ja, Alter, was ist denn das gerade? Warum hängt das so? Egal. Noch läuft es ja. Ja, werde ich mir den Farm halt noch so holen. Oh, scheiße, hab nur einen davon bekommen. Willst du mich verarschen? Kann es sein, dass ich die Videoqualität zu hoch eingestellt habe? Schatten hatte ich eigentlich immer aus, aber naja. Ich weiß auch nicht, warum das wieder an ist. Seit dem Update oder so. Wie viel hat sie? 41? Ja, das ist kein großer Unterschied. Und ich habe einen Kill, also bin ich im Vorteil. Zwar nicht groß, aber... Ich werde jetzt einfach mal eine Q draufhauen, aber bringt eh nichts. Alter, wie lange hat es eigentlich... Alter, was für eine Range hat die eh eigentlich? Habe ich mich gerade gefragt. Ich konnte gerade bloß mal wieder nicht reden. Verrick. Gib mir den Farm. Danke. So. Ich weiß auch nicht, wie hoch geht. Ich muss gleich mal kurz auf mein Handy gucken, warum das so vielleicht irgendwie Updates oder so. Ich werde da mal kurz Toplane gehen, vielleicht kann man da was machen. Mit Blanc chillt er weiter darum. Vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Oh. Oh Scheiße, Alter. Nicht dein Ernst. Ignite gewastet. Aber wenigstens haben wir noch einen Kill geholt, das hat sich gelohnt. Zwar der Ude bekommen, aber... Der braucht ja auch seine Kills. Ah, das hat mich gerade ein bisschen genervt, dass ich Ignite da eingesetzt habe. Ich weiß selbst nicht, warum ich das gemacht habe. Aber naja. Konnte ich wenigstens helfen. Es ist die natürlich ein bisschen im Nachteil, die LeBlanc. Das finde ich auch gut. Ja, ich hoffe, man hört übrigens meine Tastatur nicht allzu laut, weil mein Mikro steht direkt an der Tastatur, weil ich hier ein bisschen eingeengt bin bei meiner Freundin. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Was macht Braun da? Nee. Ich wollte gerade No Problem schreiben. Das hätte keinen Sinn ergeben. Alter, gib mir doch den Farm. Oh, scheiße, ich habe jetzt schon den dritten Kennen-Minion verpasst hintereinander oder so. Was? Oh, schade. Ich dachte, da rennt... Alter, ich verpasse jeden Minion gerade. Ist ja unglaublich. Gerade ein bisschen unkonzentriert. Ich bin Angst vor einem Trundle, Alter. Wo ist der? Keine Ahnung, wo der ist. Ich da kommt gleich erstmal aus dem Gebüsch raus. Morgana Last Hit ist auch echt scheiße, weil die Animation so lange dauert. Ja, okay, geht eigentlich. Ist trotzdem scheiße. Ja, mit jedem AP Champ ist es einfach scheiße zu Last Hitten. Da sagst du nichts. Oh, das Max Range, Alter, das hätte eigentlich treffen müssen. Schade, schade. Immer schön den unteren Dingens warden, wenn man auf der blauen Seite spielt. Aber auf jeden Fall ihre Passive geproxt. Geproxt, Alter, was laber ich hier? Okay, das war halt doch nicht die. Ich dachte gerade, das wäre die gewesen. Oh, es ist ja wieder AFK, willst du mich verarschen? Fuck, war das scheiße.
Der wäre jetzt auf mich draufgegangen, ne? Wäre jetzt gerade gestorben. Oh, Botlane. Alter, meine W macht aber ganz schön Damage, muss ich sagen. Nicht schlecht. Yay, terminiert. Und den nächsten Gen, den ich mir verpasst. Aber ich habe mich gerade nicht wirklich rangetraut, weil ich kein Mana mehr habe. Ja, die stirbt aber alleine schon von dem hier. Von dem Pool. Nice, Udi hat sich da 2 Kills geholt. Das war mega gut. Der Udi wird auf jeden Fall langsam gefeedet und Toplane läuft eigentlich auch ganz gut. So, holen wir uns die Schuhe dazu, dann ein paar Tränke und das war's auch schon wieder. Kann es mir leider noch nicht ganz fertig kaufen. Kostet ja auch noch 1050. Ist ganz schön viel. So, LeBlanc ist Mist. Gucken wir mal, was auf Toplane abgeht. Joa. Oh, das spackt im Moment mega rum. Ich weiß nicht, irgendwann, also manchmal ist einfach der Ton weg und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird langsam Zeit, sich ein neues zu gönnen. Wenn ihr Mikroempfehlungen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, was ich mir eins verholen soll. Da habe ich echt keine Ahnung von. Ich weiß, dass dieses Rode irgendwas da ganz gut sein soll, aber es gibt bestimmt auch andere. Und es soll nicht allzu teuer sein, also unter 200 € reicht komplett aus. Das reicht auf jeden Fall. Ich habe hat mit Mikrofonständer und allem drum und dran 180 gekostet. Und das ist jetzt auch schon, wie lange bin ich auf Rokorti? Kurz bevor ich Rokorti gemacht habe, also mit Rokorti angefangen habe. Seitdem habe ich das schon. Das ist schon eine einige Zeit, weil Rokorti wird ja bald 3 Jahre alt. Und so langsam gibt es irgendwie den Geist auf, ich weiß auch nicht. Und ich verpasse jeden Last Hit, weil ich mich aufs Reden konzentriere. Und Trundle kommt da. Da verbieße ich mich. Da war ein Pinkwort anscheinend oder so. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, der ist da. LeBlanc hat aber gerade mega gefällt. Ach, scheiße. Schade, schade, schade. Wenigstens kriege ich die Erfahrungspunkte hier alle. Ist ja auch wichtig. Alter, ich treffe keine Kuh, das ist unglaublich. Die lässt sich einfach nicht treffen. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen durchgepusht, das ist scheiße. Aber die kann mich auf jeden Fall nicht downbursten. LOL. Nevermind. Alter, der Damage. Aber ich hatte auch mein Special nicht aktiviert. Ich dachte nicht, dass sie so. Aber ich wollte nur den Last Hit, alles geplant. So. Morgana kannst du jetzt. Morgana sag ich schon, LeBlanc kannst du auch meinetwegen ein bisschen pushen jetzt. Wollte eigentlich ein bisschen baiten. LeBlanc hat sich geflasht, das ist gut gewesen. Hat den Flash rausgebaitet, der. Udia. Ich musste nicht. Wenn ich den verkaufe, reicht es immer noch nicht, ne? Oh, Alter. Ne. Dann muss ich wohl noch ein bisschen sparen. Und nehme mir einen Pink Ward mit. Leider ist sie aus meiner Ulti rausgekommen irgendwie. Ganz knapp. Sonst wäre sie wahrscheinlich tot gewesen. Konnte meinen Stun leider nicht treffen, weil da zu viel Minions in dem hätte eh nichts gebracht. Hätte ich einfach nur Minion getroffen. Deswegen habe ich mir den lieber aufgespart. Falls noch der Trundle irgendwie gekommen wäre oder so. Nur so als Tipp für. Also es gucken auch ziemlich viele Anfänger meine Videos, habe ich in letzter Zeit gemerkt. Ja. Also in den Kommentaren meinten das ziemlich viele, dass sie noch Anfänger sind. Die wollen gerade den Dingens da machen. Ich glaube nicht, dass ich da mit hinkommen soll. Ah, die W macht aber echt krass Damage, muss ich sagen. Aber ich verpasse halt voll viel Last Hits, weil ich Burst habe. Weil. Was, Alter? Ich hatte mein Spell Sheet aktiviert und die hat trotzdem so mega krass wie Damage gemacht. Alter, ist das krass. Ist ja lächerlich, fast schon. Wer hat den Buff? Okay, der Renekton hat den Buff bekommen. Auch logisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal auf die Botlane helfen soll. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe
Okay, die wollen gerade engagen. Leute, Lucian ist einfach instant explodiert. Okay, LeBlanc kriegt wahrscheinlich gerade ihr Blue. Wird wahrscheinlich nicht auf die Bot lenken. Oh fuck, Alter, ich verkacke jeden Lasted, ey. Alter, wie sie nicht? Was? Ich habe mein Special aktiviert und sie hat mein ganzes Leben abgezogen. Ich musste da einfach rausflashen. Alter, der Damage. Was kauft die sich bitte? Die hat Morello Money. Ich kann es nicht aussprechen. Boah, Alter. Das ist so lächerlich, der Damage. Jetzt habe ich Sonyas wenigstens. Toplane läuft auch. Der kommt da weg. Geht sogar nochmal rein. Das ist vielleicht nicht so... Lol. Das Burst auf einmal. Go back. Nein, LeBlanc. Okay, doch nicht. Was macht sie da? Was? Alter, ich hasse LeBlanc. So lächerlich. Ich fahre einfach mit meiner W ab, das passt schon. Alter, will die mich verarschen. Ich habe die, glaube ich, noch kein einziges Mal mit meiner Kuh getroffen. Außer halt am Anfang, wo sie in den Tower reingelaufen ist. Und seitdem hat sie nichts mehr gemacht. Ich wollte nur den Last Hit, so war alles geplant. So, nach der W natürlich die Kuh hochskillen. Den Stun, ja, oder halt Special, man weiß es nicht, kommt drauf an. Eigentlich müsste der Special gegen LeBlanc hochskillen, aber ich will meine Kuh auch haben. Weil der Stun ist schon 3 Sekunden oder wie lange der geht. Jetzt geht er 2,5, oh, jetzt habe ich gerade geschlafen, weil ich euch das erklärt habe. Oh. Was war das denn? Alter, was farmt denn jetzt meine, jetzt kann ich gerade mal farmen, jetzt farmt er meinen Farm. Oh Leute, was geht denn da ab? Scheiße, ich habe gerade gar nichts, um da hinzukommen. Gut, dass ich... Ja. Next Kill. Da ich meine Dinge jetzt noch habe. Ah, oh, das war richtig schlecht. Ich wusste, dass er zur Seite läuft. Scheiße. Hey, ich denke, dann wäre das noch ein Kill gewesen. Scheiße. Es hätte auf jeden Fall... What the fuck? Es hätte auf jeden Fall ein Triple Kill für mich werden können. Was? Warum hat der 8-1? Woher? Was ging der Botlane ab? Alter, ey. Okay, der ist echt hard feed, warum auch immer. Ich habe das gar nicht mitbekommen im Spiel. So, erstmal ein bisschen Energy trinken. Alter, was geht mit dem S ab, ey? Der feed auf, Alter. Boah. Alter, der feed ist so... Aber er stirbt. Er stirbt nicht, willst du mich verarschen? Was ein Nacker. Alter, der S ist aber echt hartfeed. Ich wusste das nicht, sonst hätte ich den vielleicht sogar fokussiert. Ich glaube, der wurde auch nicht von meiner Ulti getroffen. Der war schon noch zu weit weg. Leute, wo kommt die denn auch immer her? Ich muss da aufpassen, Alter. Ich weiß nicht, welche die echte ist. Okay, die war die echte. Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen hier, Alter. Der Braum geht einfach instant rein gegen die zwei Stunts. Leona war auch noch da. Oh, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Warum rennst du nicht weiter, Leona? Morgana. Morgana bleibt einfach... Ich habe einfach dahin gepinkt, geklickt, aber sie ist aber nicht weitergelaufen. Geil. Na, die machen gerade Drake. Kann man nichts gegen machen.
Außer Lucian macht da irgendwas. Ne, die machen gar nicht direkt, der ist ja gewordet, habe ich gar nicht gesehen. So. Alter, was ist mit dem Renekton denn? Alter, was hat der für eine Connection bitte? Oh, scheiße, war das schlecht. Leute, jetzt haben sie doch Drake gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, sieht so aus, als ob das der erste Loot ist. Dank der Botlane, dank Renekton AFK auf der Toplane. Ja, fängt schon wieder an wie der letzten Season. AFK und Feeder. Was soll man dazu sagen? Der engaged gegen Full Life Chuggert als Support. Ja, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Alter, ja, blockier mich doch bitte noch ein bisschen mehr, Alter. Junge, Alter. Diese Botlane schon wieder, ey. Ganz herrlich. Wo ist LeBlanc eigentlich? Ist die AFK? Ach, da ist sie. Okay, nevermind. Ich hasse LeBlanc, ganz ehrlich. Warum sind eigentlich die ganze Zeit instant 2 Lame? Ich hasse... Leute! Hier sind 4 in der Midlane. Juckt die einfach nicht. Ja. Machst du nichts gegen den Feed? Alter, wie viel Damage das macht. Alter, der Joker. Was ein Luck, ey. Hatte der S gerade bitte. Lucian geht all in gegen. Jetzt muss ein Engage kommen. Ich treffe jetzt die LeBlanc noch, glaube ich. Ja. Es war ein 3 für keinen. Ich hatte noch einen Stun ready, Leute. Der sitzt! Und da kommt der Special Shield. Ah, close one. Muss jetzt raus. Oder wir pushen die Tower schnell. Hier auch noch ein Stun Ray. Ah, der Minion. Ist ja böse. Guter Fight auf jeden Fall. 3 für keinen. Das war ganz nice gemacht. Keep it up. So, immer das Team motivieren, damit sie Bock haben weiterzuspielen. Was ich mir jetzt kaufe ist, ja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, was ich mir holen soll. Leute, ich habe keine Ahnung. Ob ich mir die Maske holen soll, damit... Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Egal. Ist glaube ich ganz gut, wegen dem Flächenschaden und der Schaden, der denn nochmal durch die Maske kommt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das heißt. Ach, Schatz, das ist Spacey, Kacke. Ja, LeBlanc hat einfach rausgeflasht. Nicht gewastet. Lol, nice gemacht. Richtige Fail-Ulti vom S. Das wäre es ganz geil, wenn der Lucian mal kommen würde. Alter, der trifft sich. Und lässt sich auch echt von jedem Ding treffen. Alter, warum habe ich so viel Leben verloren? Durch gar nichts. Alter, der Burst. Oh, das war richtig scheiße von mir, Alter. Warum habe ich da Dingens aktiviert?
Ich treffe die. Schade. Ich wollte es mit Ansage machen. Ja, machen es dann. Ja. Alter, warum würde ich vom Tower angegriffen? Weil, wie ist der Baum gestorben? Wie kann ich mitbekommen? Der Trigger, Alter. Ja. Das war richtig scheiße von mir, dass ich da in Sunas reingegangen bin. Ich dachte, LeBlanc will auf mich drauf gehen. Ich treffe den einfach jedes Mal. So, shit. Oh mein Gott, ist die scheiße. Ich treffe den jetzt wahrscheinlich nochmal. Leute, ich bin ein bisschen tot. Ich kann noch eine W reinmachen vielleicht. Dann war's das aber auch. Ich muss back. Alter, warum pushen die Lanes denn von denen so hart durch? Obwohl die nichts haben. So, jetzt werde ich den aber verkaufen. Werde mir das zweite Teil hiervon kaufen. Jetzt schnell zurück. Oh. Leute, wie auch keiner was dagegen macht oder versucht wenigstens. Einfach irgendwo auf der Map verteilt, während die gerade Drake machen. Ich verstehe es einfach nicht. Warum macht da keiner was? Nur die Morgana könnte mit einer QW tot sein. Schon wieder. Ich glaube, der hasst mich langsam. Okay, keinen Zweck. Es sind alle weg. Lucian ist irgendwo auf der Botlane. Next Tower einfach gewastet. Muss man echt nicht verstehen. Und der nächste ist dann auf dem Jogard. Ah, schade. Ach, Lucian kommt auch mal. Fünf haben. Ach ne, immer noch ausgeglichen mit der LeBlanc. Ein paar Wards wären mal ganz geil. Bin auf der Botlane. Oh, ja okay, die S-Ulti macht einfach keinen Damage, wenn er auf AD spielt. Keine Sorge, Leute. Oh, richtig schlecht, aber wir können jetzt Tower pushen. Weil die Angst vor mir, meinte ich. Ja, next Tower down. Oh, warum habe ich das gerade auf den Support gemacht? Die Blanc ist nicht da, die ist auf der Botlane gewesen. So, scheiße. Was? Wie konnte er das nicht treffen? Ich bin gesilenced die ganze Zeit. Was? Willst du mich verarschen? Genau dann habe ich kein Mana mehr. Das ist so unglaublich. Wie ich auch wieder keinen Kill bekomme. Ich liebe diese Spiele. Weißt du? Udyr hat 7 Kills als Jungler. Wofür? Er muss einfach nur Tank bauen. Das reicht schon. Das ist einfach so geil, wie einfach der Jungler sich die ganzen Kills snackt, obwohl er die gar nicht braucht. Nötig, anstatt mir mal einen Kill zu geben. Nein, ich habe 8 Assists. Ich habe mehr Assists als unser Supporter. Oh, nee, ich habe genauso viel Assists wie unser Supporter. Das sagt schon wieder alles. Muss man nicht verstehen. Und dann wundern sie sich am Ende, wieso hast du kein Damage? Wieso hast du kein Damage gemacht? Ja, weil ich keine Items habe, weil ich kein Gold habe, weil ich keine Kills habe. Ganz einfache Schlussfolgerung. Aber naja. Ja, langsam wird es ein bisschen eklig mit dem. Mit ihrem Team. S93, 200 Farm.
LeBlanc hat zwar auch nur 2 Kills, aber macht trotzdem übelsten Burst. Was soll man dagegen machen, hä? Nix macht man da. Gar nix. So, die sind Mist alle. Wir trollen hier ein bisschen zu dritt in der Midlane rum. Ohne Sinn. Drake ist in 2 Minuten ab. Wäre ganz geil, wenn wir den mal bekommen. Testen. Vielleicht irgendwie mal was versuchen, dass wir den Drake bekommen. Ja, da seht ihr, es ist so lächerlich. LeBlanc Damage. Alter, was macht der da? Geht der all in oder was? Oh, was machen die da, Leute? Alter, nicht deren Ernst. What the fuck? Jo. Was war das? Er lässt sich einfach instant catchen. Ohne irgendwie überlegen, was er da macht. Ohne irgendwie zu überlegen, was er da gerade macht. Jo, das hat uns gerade 3 Kills gekostet und ein Tower. Das sieht man mal wieder. Okay, noch ein Tower. Wahrscheinlich auch noch den Inhibitor. Ja, weil ein Spasti einfach so reingegangen ist. Ja, und schon kann das Game eigentlich schon verloren sein. In the back. Jo. Was soll man dazu sagen, ne? Einfach nur richtig behindert. Keiner weiß, was das gerade sollte, so wirklich. Ist er wieder auf K jetzt? Okay. Hat keinen Bock mehr. Alter, das ist so der Standard. Der Standard Silber-Bronze-Spieler. Ich bin einmal gestorben, hab den Teamfight gethrowt, hab das Game gethrowt, sofort instant AFK. Ach ja. Ist einfach so Standard. Ja, der ist echt AFK, glaube ich. Alter, nicht sein Ernst. Achso, der war echt AFK. Ja, gut. Aber eben im Fight wurde nicht angezeigt, dass der AFK war. Das wusste keiner, dass der AFK da gerade im Fight war. Super. Ja, that DC's lost the game. Kauf dir besseres Internet. Leute, ich habe übrigens bald eine 25k Leitung. Das heißt wahrscheinlich Livestreams. LOL! Nice. Das war gut. Das war echt gut gemacht vom Duschen. Das war die erste Szene, die er gut gemacht hat. Jo. Danke. Das war echt ganz gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen aufgeholt. Achso, wir haben auch 4 Tower. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä, wo sind die alle? Ach, die Toplane ist auch schon komplett down. Leute, Botlane. Oder wir pushen einfach durch. Juckt die anderen nicht. Vielleicht wäre es ganz geil. Ich geh weg. LOL, die finishen? LOL! Please, please! LOL, das ist gewonnen! Alter, was ist das für ein Game gewesen? LOL! Alter, hätte ich mich nicht backgeportet, wäre das der Loose gewesen. Die hätten gefinished. Alter, was war das denn für ein Spiel, Leute? LOL, ich hätte niemals gedacht, dass wir das noch gewinnen. What the fuck, Alter. Mega gutes Spiel.
Ja, ich würde sagen, wir sehen es beim Zweitplacement-Spiel dann wieder. Das erste verlief ja am Anfang nicht, also das ganze Spiel eigentlich scheiße. Aber die haben echt hart gescrollt, das Gegnerteam gerade. Alter, das war richtig gut. Und ja, hatte UDF einfach mal Backdoor gemacht. Backdoor sei schon hier, Ex-Packe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Leute.